Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in dem ersten Termin in unserer Reihe DK21, so nennen wir das, Digitales Kolloquium. Diesmal begleitend zu unserer Studie, die Jena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität. Ein Projekt, das kann man, glaube ich, sagen, anders verlaufen ist oder anders verläuft, als wir es bei der Planung gedacht haben. Die Situation ist ganz schön aufgewühlt. Viel zu diskutieren. Alle merken, dass das mit den Klimazielen ernst ist, wichtig ist und dass sich das auch unumkehrbar ist. Und alle suchen nach neuen Möglichkeiten, sich da zurechtzufinden. Und dann merkt man auf der Strecke, dass man doch auch sehr beobachtet wird, wenn man an diesen Themen arbeitet, was ja auch gut ist. Man merkt auch, dass sich die Dinge nochmal schnell überschlagen können. Und so ist es eben jetzt auch gekommen. Wir wollen uns heute auseinandersetzen mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die, ich glaube, Herr Müller wird das vielleicht gleich sagen, auch ein bisschen überraschend kam. Zumindest hatte ich so im Vorfeld und am Tag davor von vielen noch so gehört, dass man eigentlich nicht damit rechnet, dass da was Spektakuläres kommen würde. Und das ganz Merkwürdige ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir haben natürlich sofort gesagt, oh, das ist ein spannendes Thema, da müssen wir was zu machen, haben das auch ganz fleißig gelesen, durchgearbeitet. Und heute, da wir zusammenkommen, hat man ja fast schon wieder das Gefühl, es ist ein alter Hut, weil die Bundesregierung hat schon delivered, ja, hat das Klimaschutzgesetz angepasst, ist noch nicht ganz verabschiedet, 8 Milliarden aus dem Hut gezaubert und sozusagen gleich für Maßnahmen dann sich überlegt, was man damit noch alles machen kann. So schnell kann das manchmal gehen und der Wahlkampf hat noch gar nicht richtig begonnen. Wir mussten also in unserem Studiensetting, die Szenarien anpassen. Das haben wir aber auch dann gerne gemacht und da sind wir in dieser Woche in einer finalen Situation. Und heute wollen wir eben einfach doch nochmal ein bisschen wirklich genau hineinhören. Was ist das eigentlich für eine Entscheidung, für einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts? Wie einzigartig ist das? Ist das eigentlich alles so richtig oder darf man das überhaupt fragen, wenn das Bundesverfassungsgericht macht, ob das richtig ist? Ist es nicht per se richtig, das gesprochene Wort von diesem Gericht. Auf jeden Fall haben sehr viele das Gefühl, dass es uns noch massiv beschäftigen wird. Und ich persönlich glaube das auch, aber bin gespannt, wie hier gleich die Diskussion dazu verlaufen wird. Wir haben, ich finde, tolle Akteure heute, die uns einen Input geben. Ich sage das mal in der Reihenfolge, in der wir jetzt hier auch gleich anfangen werden. Das ist zunächst mal die Viviane Raddatz beim WWF, die Klimachefin beim WWF. Vorher waren sie, glaube ich, 5 Jahre beim BUND, haben allerlei Sachen rund um Energiewende, Verkehr und so und Klimaschutz auch schon gemacht. Aber wenn man beim WWF als Klimachefin anfängt, dann hat man nicht lange Zeit, warm zu werden. Dann geht es gleich sofort los, denn der WWF ist ja überall auch immer sehr im Fokus. Und ich freue mich auch sehr, dass wir Sie für unseren Beirat gewinnen konnten bei der Studie, bei dem Sie sich ja auch immer ganz ordentlich einmischen. Also schön, dass Sie erstmal mit dabei sind. Als zweiten haben wir heute mit dabei den Thorsten Müller. Der ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Umweltenergierecht und er ist Studienpartner bei unserer DENA-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität. Und mit dem habe ich in letzter Zeit immer mich sehr gerne auch ausgetauscht. Deswegen freue ich mich, dass Sie bei der Leitstudie dabei sind, dass wir diese EEG gleich Null-Sache zusammen gemacht haben. Und es ist eine extrem kompetente Organisation, bei der Sie da arbeiten. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben sich in den letzten Wochen sehr intensiv schon zu diesem Urteil sagt man, glaube ich, gar nicht, ne, zu der Entscheidung ausgelassen oder darüber geredet, berichtet. Und Sie werden uns hier heute, glaube ich, eine sehr gute Einordnung dessen geben können, was da eigentlich drinsteht und was da vielleicht auch nicht drinsteht. Ich persönlich habe da, glaube ich, viele Dinge hineingelesen, wo mir jetzt der eine oder die andere auch sagt, da steht da gar nicht so genau drin, aber das müssen wir uns dann jetzt eben genauer anschauen. Und als dritten in der Runde haben wir den Oliver Gehden, der ist auch im Beirat und mit dem habe ich auch schon ganz lange zusammen, also freue mich wirklich sehr, Oliver, dass du auch heute hier mit dabei bist. Du bist Experte Klima und Energie
und Leitautor vor allem für die Arbeitsgruppe 3 beim IPCC und Mitglied des Kernautorenteams für Syntheseberichte, glaube ich, so heißt das da offiziell. Aber mit diesen ganzen offiziellen Titeln kenne ich mich persönlich nicht so gut aus. Ich weiß wohl aber, dass du da sehr tief drinsteckst bei diesen ganzen Betrachtungen der unterschiedlichen Szenarien und der Debatten, die international stattfinden. Das ist auch für uns, sag mal, ist gut für Deutschland, dass so Leute wie du da auch so intensiv mit dabei sind, gut für die Community hier, weil wir da eben natürlich auch immer gute Einschätzungen bekommen von den Dingen, die du dann dazu abgibst auf Twitter oder wo auch immer oder eben auch bei uns im Beirat. Thema Senken ist so ein Thema. Thema Budget, das ist sicherlich was, worauf du gleich eingehen wirst, weil, wenn ich es richtig weiß, ist das SRU-Gutachten da irgendwie 70 Mal oder so erwähnt. Aber welche Rolle das da wirklich spielt, werden wir noch sehen. Ja, ich will anfangen. Freue mich, dass wir jetzt schon deutlich mehr sind als ganz zu Beginn. Mit Ihnen, Frau Radatz. Ich frage mal so ganz allgemein, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie da am Morgen gehört haben, das Bundesverfassungsgericht hat diese Entscheidung abgegeben? Und wie ordnen Sie das für sich als Umweltorganisation eigentlich ein? Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke für die Frage. Also das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, oh, muss den Kolleginnen und Kollegen von den Umweltverbänden, die da geklagt haben, gleich mal gratulieren. Ja, das war so das Erste, das habe ich auch gleich gemacht. Und dann war natürlich super schnell klar, dass es ziemlich weitreichend ist. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, Herr Kuhlmann. Wir kriegen gleich noch eine super juristische Analyse, glaube ich, und auch eine super Diskussion zu der ganzen klimawissenschaftlichen Einordnung. Deshalb würde ich tatsächlich hier mal so eine Umweltverbandsperspektive aufbringen und mich nicht juristisch versuchen. Das wäre wahrscheinlich fatal, weil ich bin Politologin. Und nochmal ganz kurz, auch nochmal, wie, also als jemand, der da schon lange dabei ist und bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz, es stimmt, ich war 5 Jahre beim BUND, ist aber schon sehr lange her. Danach war ich 13 Jahre schon beim WWF, bin nur erst seit sehr kurzer Zeit dort Leitung im Klimateam, aber schon lange dabei. Genau, ich habe mir jetzt sozusagen mal zwei Stichworte als Überschriften ausgesucht für diesen Blick darauf, was wir in den letzten 2 Wochen hier so erlebt haben. Die eine ist Ernsthaftigkeit, das haben Sie auch schon so angesprochen, der Grundsatz wird jetzt ernster, und die andere ist Geschwindigkeit. Und dazu würde ich gerne so ein paar Sachen aus Umweltverbandsperspektive sagen. Was wir zum Thema Ernsthaftigkeit, was wir da ja gesehen haben die letzten 2 Wochen, ist so eine, also man hat sozusagen live sehen können, wie viele Leute die Erkenntnis trifft, dass diese Klimasache, ja, an der ich jetzt 20 Jahre schon relativ ernsthaft arbeite, plötzlich wirklich ernst zu werden scheint. Ja. Und das ist wiederum sozusagen für viele andere sehr überraschend gewesen, dass diese Erkenntnis jetzt also wirklich viele in der Politik, aber auch sozusagen rundherum bislang nicht klar war. Ne? Also diese so, oh, jetzt wird es wirklich ernst, das Gefühl hatten wir alle, aber ich glaube, dieses Gefühl hat sich wirklich überall manifestiert, weswegen wir auch sozusagen diese Bewegung gesehen haben die letzten Wochen. Also das fand ich sehr, ja, also sehr einschneidend eigentlich. Ne? Und wenn ich mir das so angucke, dann ist auch irgendwie klar, Kläger und Gericht, die haben sozusagen den Freiheitsanspruch der nachfolgenden Generationen da ja in den Mittelpunkt gestellt, was sozusagen lange schon auch ein Argumentationsmuster ist aus einer Umweltverbandsperspektive, aber nie bisher politisch richtig verfangen hat. Ne? Und das ist auch nochmal eine völlig neue Ernsthaftigkeit für solche politischen Akteure, die bisher eigentlich Klimaschutz immer nur als beschränkend wahrgenommen und auch so kommuniziert haben und nie als freiheitsgewährend, ja, und auch sozusagen das ganze politische Agieren sozusagen davon auch getragen war. Also es gibt da eine neue Ernsthaftigkeit jenseits von diesem Punkt, dass das irgendwie dieses Öko-Gedöns ist, was man bedienen muss. Ja. Plötzlich gibt es natürlich auch nicht nur sozusagen Ernsthaftigkeit, sondern auch Möglichkeiten für Akteure, die bisher eben sozusagen auf dieser Agenda sehr viel stärker unterwegs waren, aber diese Connection so nicht gemacht haben. Und deshalb ist es sozusagen so, dass es eigentlich nicht mehr länger trägt, diese sozusagen sehr freiheitsbeschränkende, dieser freiheitsbeschränkende Angang oder Interpretation von Klimaschutz. Und das haben wir jetzt, glaube ich, gesehen, dass es sozusagen allen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, die es vorher noch nicht wussten. Ne? Und bei all diesen Schwächen und offenen Fragen, die wir da auch noch haben,
ist es aber für mich auch völlig klar, dass wir eine total neue Ausgangslage haben. Also vor 3 Wochen hatten wir auch genug zu tun, aber was die letzten 2 Wochen passiert ist, hat es natürlich irgendwie nochmal super spannend gemacht und wir konnten alle vor 3 Wochen damit nicht rechnen, dass wir jetzt in so eine Dynamik reingekommen sind in dieser Ernsthaftigkeit. Auch nochmal total wichtig beim Thema Ernst, aus meiner Sicht diese vorgezogene Netto-Null-Ziel 2045, weil das so diese ganze, also das ist wirklich ernst, ne? In 24 Jahren, das ist echt nicht mehr viel Zeit, während dieses 2050, da haben wir noch 30 Jahre Zeit, da fällt uns bestimmt was Schickes, Technisches noch ein, da muss man jetzt nur irgendwie die Innovation irgendwo herholen, bisschen CO2-Preis und dann wird es super werden. Das ist damit nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also jetzt wird sozusagen ein bisschen über 20 Jahre ist wirklich was anderes als, ach, wir haben noch 30 Jahre und da kommt noch irgendwas. Und jetzt noch, also für mich nochmal so zum Gedanken zum Klimaschutzgesetz an sich, also wir hängen ja da als WWF ganz schön dran, weil wir haben da 10 Jahre eigentlich dran gearbeitet, dieses Klimaschutzgesetz zu etablieren, bei jeder Bundestagswahl wieder versucht dafür zu werben. Und viele haben da lange nicht dran geglaubt, aber es ist eigentlich, also wir haben da sehr beharrlich weiter dran gearbeitet, weil wir immer glaubten, dass wir diesen Rahmen natürlich brauchen, um Verbindlichkeit herzustellen für Maßnahmen. Ne? Dass man nicht immer nur sozusagen von Maßnahmenprogramm zu Klimapaket zu irgendeinem anderen Konsens stolpert, sondern dass es einen verbindlichen gesetzlichen Rahmen braucht, wo dann auch flexible Maßnahmen auch auf 30 Jahre irgendwann dann kommen können, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Ne? Das war für uns immer eigentlich sehr zentral und es hat sich jetzt auch herausgestellt, dass dieser Rahmen genau der Punkt ist, an dem man sozusagen nachschärfen kann, an dem man sozusagen immer wieder ansetzen muss. Ja? Nur, da fehlt ja noch was. Also das ist ja immer wieder diese Kritik. Ne? Jetzt haben wir vorhin auch im Vorgespräch schon besprochen, das eine ist der Rahmen, da ist jetzt auch ein Auftrag mit verbunden gewesen. Das andere ist natürlich, was passiert denn dann eigentlich? Welche Maßnahmen kommen denn dann? Ja? Was für mich, was nochmal sozusagen da sehr, sehr klar ist, dass das Gericht ja klar gesagt hat, und da wird sicherlich, werden wir sicherlich nachher noch drüber diskutieren, dass die kumulierten Emissionen eine Rolle spielen, dass die zählen. Das ist ja ein, im Prinzip etwas, was natürlich unter Experten seit langer Zeit auch total klar ist, dass es genau darum geht. Ja? Je früher, desto besser, weil es eben zählt, was insgesamt in die Atmosphäre gelangt. Und das ist aber immer wieder sozusagen von der Politik ja total zurückgewiesen worden, weil es eben auch, es ist schon teilweise schwerer verständlicher, muss man anders erklären und man kommt natürlich in einen ganz anderen, langfristigeren Kontext, wenn man so arbeitet. Aber das ist jetzt wirklich neu, das ist sehr, sehr ernst und das muss sich in der Politik in irgendeiner Weise niederschlagen, egal ob wir jetzt, über welches Budget wir jetzt reden, irgendwas muss da an der Stelle passieren und total anders werden. Und das ganze Verständnis von Klimapolitik ändert sich damit natürlich auch. Ja, und das heißt im Prinzip dann eben auch, dass es so ein Mechanismus im Endeffekt wie beim Pariser Abkommen, im Endeffekt geht es hier um eine Anschärfung des Klimaschutzgesetzes. Es geht dann später um Maßnahmen und es geht eigentlich darum, dass klar sein muss, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird sozusagen an dieser Schraube weiter gedreht werden müssen, bis wir dann eigentlich auf einem 1,5-Grad-Pfad auch wirklich sind. Und weil es eben diese kumulierten Emissionen sind, ist einfach ganz klar, es gibt jeden Grund der Welt, total schnell anzufangen. Ja, und das bringt mich zum zweiten Stichwort und das ist Geschwindigkeit. Und die erste Reflexion ist natürlich, die Geschwindigkeit der politischen Umsetzung, die wir in den letzten 2 Wochen gesehen haben, war ja atemberaubend. Und man sitzt so ein bisschen daneben und fragt sich, was hätte alles möglich sein können in den letzten Jahren, insbesondere auch seit 2019, also wo wir eigentlich dieses super unbefriedigende Klimapaket unter großen Schmerzen gesehen haben, wie das zustande gekommen ist. Da hätte man sozusagen jetzt ganz anders eigentlich reingehen können. Und es zeigt eben auch, dass offenbar Geschwindigkeit nicht so das Problem ist, wenn der politische Wille und die entsprechende Ernsthaftigkeit einfach da ist. Und dann kommen wir aber jetzt zu diesem Punkt Geschwindigkeit bei der Lücke. Es klafft ja die Lücke zwischen sozusagen der Klimaschutzambition, die sein müsste, 1,5-Grad-Pfad und dem, was wir jetzt im Gesetz haben. Und dann ist natürlich die noch viel größere Lücke zwischen den Zielen, die wir im Gesetz haben und den Maßnahmen, die wir irgendwie aufsetzen. Ja. Und da ist einfach total klar, da kommt eben der Budgetansatz, den wir gleich nochmal diskutieren, bestimmt auch nochmal wirklich ins Spiel. Denn es ist eben klar, je früher wir mit
großen und wichtigen Maßnahmen anfangen, je höher die Geschwindigkeit ist, desto sinnvoller ist es, desto höher sind die Freiheitsgrade für die zukünftigen Generationen. Und wir haben das Problem, dass wir 10 Jahre eigentlich verloren haben. Ne? Also wir haben wirklich 10 Jahre nahezu so eine flache Linie gehabt bis 2018, 2019. Und die fehlen uns jetzt natürlich total. Wir haben beim WWF ja auch 2017 den ersten Vorschlag für einen Kohleausstiegspfad auf einer Budgetbasis gemacht, der auch später sozusagen oder Grundlage auch dieser SRU-Dinge mit wurde. Und da haben wir ja auch ganz klar gesehen, wenn wir früh viel machen, ja, wenn man wenn man wirklich relativ früh einschneidend reingeht, schafft man sich eben hinten raus Freiheitsgrade. Und das ist sozusagen hier ein Verständnis von Geschwindigkeit, aber auch von Entschiedenheit, was wir so noch nicht noch nicht abgebildet sehen und was aber sozusagen die nächste politische Herausforderung einfach ist, ja. Und dazu passt es dann eigentlich wieder nicht. Jetzt komme ich nochmal sozusagen, Sie haben es im Vorgespräch schon gesagt, viel Kritik an dem Gesetz, obwohl es jetzt ja wirklich uns eigentlich auf eine höhere Ebene irgendwie propellt hat im Prinzip. Dazu passt aber nicht, dass wir gerade bei den Sektoren, die besonders schwierig sind, eigentlich die nächsten Jahre nicht mehr machen. Eigentlich müsste genau da eigentlich jetzt reingegangen werden, weil je früher wir die Emissionen zurückschneiden, desto besser ist es hinten raus. Und andersrum ist es eigentlich nicht besonders sinnvoll. Ja? Das heißt also, schnell reingehen, jetzt ein Sofortprogramm für diese Bundesregierung. Das wäre eine Maßnahmendebatte. Dann hebe ich dafür noch ein bisschen auf, weil da kommen wir bestimmt nachher. Ja, mache ich. Ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Ich will nur schon mal sagen, das ist eigentlich der Punkt. Ja? Wir brauchen eigentlich jetzt ein Sofortprogramm. Die Bundesregierung hat es ja auch angekündigt. Was da jetzt dann wirklich rauskommt, ist noch die Frage. Aber grundsätzlich muss man eigentlich wissen, dass es so mit bei der nächsten Bundesregierung, egal wie die aussieht, auch wieder mit einem Sofortprogramm weitergehen muss. Und gleichzeitig wir aber natürlich alle Dinge, die langfristiger sind, auch sofort angehen müssen. Also das spricht strukturelle Dinge wie Reformen, Steuern, Abgaben, Umlagen, wirklich ausgerichtet an der Transformation. Und das in einem großen Stil wir jetzt angehen müssen. Genau wie auch sozusagen alles, was klar sein muss, 2045 ist Schluss. Alle Laufzeiten für alle fossilen Investitionen können eigentlich nur bis dahin irgendwie gerechnet werden. Ja? Und dass wir sozusagen dann auch einen Instrumentenmix brauchen, da kommen wir gleich noch dazu, ist klar, dass es nicht alles sozusagen über nur einen Preis oder nur über erneuerbaren Ausbau und solche Dinge geht. Also zum Abschluss nochmal, es ist... Ja. Also atemberaubende Geschwindigkeit, die hatten wir jetzt die letzten 2 Wochen, die brauchen wir vor allen Dingen dann jetzt im nächsten halben Jahr, ja, also jetzt für diese Bundesregierung, auch für die nächste und vor allen Dingen Dinge, die schnell und wirksam auf den Tisch kommen. Mhm. Ja. Ich frage mal noch mal ganz kurz, so ganz knapp nur, weil wir wollen nachher noch fleißig diskutieren, aber einmal, ja. Waren Sie denn vor dem Urteil mit dem KSG so unglücklich oder waren Sie da nicht eigentlich zufrieden, weil ich meine, der Mechanismus an sich wird ja auch durchaus positiv beschrieben in dem Urteil oder in der Entscheidung. Waren die vorher schon irgendwie unzufrieden oder jetzt einfach nur nochmal positiv überrascht? Nee, also sagen wir mal so, ich habe es ja gesagt, also der Rahmen, der die Verbindlichkeit schafft, der ist natürlich was wir ganz viele Jahre gefordert haben und insofern waren wir nicht unglücklich damit, dass es das Klimaschutzgesetz gibt. Aber wir waren natürlich schon teilweise mit dem Ambitionsniveau unglücklich. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, was man schrauben kann, was man bewegen kann, wie wir jetzt ja sehen. Und darum geht es eigentlich auch sozusagen eine positive Dynamik aus sozusagen wirksamen Maßnahmen und einer entsprechenden Zielerreichungsverschärfung auch hinzukommen. Ne? Okay, ich höre ein bisschen bei Ihnen raus, aber ich frage jetzt nicht nochmal nach, weil ich jetzt erst die anderen rannehme. Das, so ein bisschen mulmig ist Ihnen aber schon auch geworden, weil das doch ganz schön irgendwie eng jetzt alles wird, mit 45 und so und der Maßnahmenlücke und so. Aber vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen. Nee, mir ist nicht mulmig, ich merke nur, wie ernst es sozusagen wird, weil es viele erst jetzt merken. Darum geht es eigentlich. Ihnen ist nicht mulmig, ne? Weil Sie die Maßnahmen alle schon parat haben, wie das sofort. Nein. Da sprechen wir gleich drüber. Ja, aber sonst müsste einem ja mulmig sein. Wenn man nicht so genau weiß, wie man das jetzt umsetzt, müsste man so ein bisschen, also mir ist mulmig so ein bisschen dabei. Ich bin so mehrere Gefühlslagen da drin, aber ist vielleicht was für später. Vielen Dank, Frau Radatz, erstmal. Ich meine, die Sache mit dieses Freiheitsgewährende, also das war ja auch ein starkes Thema letztendlich in der Debatte über das Urteil, diese intertemporale Betrachtung des Freiheitsbegriffs letztendlich, dann die Deklinierung all dessen, entlang Budgetfragen, so, das haben Sie alles angesprochen. Vielen Dank erstmal für diesen Blick auf das
Ich sage immer Urteil, ganz komisch, weil ich Physiker bin. Aber ich sage immer Urteil, immer auf diesen Beschluss. Herr Müller, Sie müssen uns das jetzt mal einordnen. Also was ist das da eigentlich? Welche Relevanz hat das wirklich? Sie haben eine feine Analyse gemacht, die ich lesen konnte, wo Sie gesagt haben, da werden gut die Aufgaben der einzelnen Teile, die für ein Land wichtig sind, auch beschrieben. Da wollen wir jetzt mal von Ihnen ein bisschen genauer hören, wie Sie das auseinandernehmen, bewerten, betrachten, und dann werden wir auf einen Aspekt genauer eingehen. Ich will aber noch ganz kurz hier die Hanne Mai vorstellen. Ich habe vergessen, die guckt nämlich ganz genau in den Chat, und da können dann auch Fragen und so und Anmerkungen gesammelt werden und dann auch später, wenn wir hier durch sind, erste Meldung. Und dann wollte ich auch noch vorstellen den Herrn Scheel, den Geschäftsführer von VDA, der nach den dreien uns nochmal so einen Blick aus der Wirtschaft hier kurz reinwerfen wird. Auf jeden Fall freue mich auch, dass Sie dabei sind. Aber jetzt erstmal Thorsten Müller. Ja, danke, lieber Herr Kuhlmann, auch für die freundliche Einführung vorhin. Die Freude ist ganz meinerseits über den Austausch. Dieser Beschluss und sein Beschluss unterscheidet sich von einem Urteil insofern, dass es keine mündliche Verhandlung gegeben hat, ja, also juristische Feinheiten. Diese Entscheidung, um es neutral zu formulieren, ist in der Tat historisch. Das war jedenfalls mein erster Eindruck, wenige Minuten, nachdem ich die Pressemitteilung gesehen habe. Ich habe meinen Vormittag dann anders verbracht als eigentlich geplant. Wir hatten eine Kopernikus-Besprechung und ich habe mich mit 270 Randnummern beschäftigt. Denn diese Entscheidung ist historisch. Ja? Sie wird Jurastudierende der nächsten Generation immer wieder begegnen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat hier tatsächlich etwas Neues entwickelt, was es so nicht gab. Und ich habe im Vorfeld auch gesagt, ich gehörte zu denjenigen, die gesagt haben, diese Verfassungsbeschwerden haben keine Aussicht auf Erfolg. Ja, und wenn das Bundesverfassungsgericht nicht die Dogmatik weiterentwickelt hätte, dann wäre das auch so eingetreten. Denn gemessen an den bisherigen Maßstäben hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, wir können keine Verfassungswidrigkeit feststellen. Die bisherigen Maßstäbe waren die Schutzpflichten. Wir haben Grundrechte, die historisch bedingt immer darauf auf Abwehr gegen staatliche Maßnahmen gerichtet waren. Das ist sozusagen die Tradition der Grundrechte gegen den Obrigkeitsstaat. Und das Bundesverfassungsgericht hat daraus irgendwann abgeleitet, dass der Staat auch Vorkehrungen schaffen muss, wenn Private handeln und damit in die Grundrechte anderer eingreifen. Das sind die sogenannten Schutzpflichten. Und das ist eigentlich die Diskussion, um die sich der Klimaschutz immer gedreht hat. Verletzt der Staat durch zu wenig Klimaschutzmaßnahmen die Schutzpflichten? Und das hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Beschluss nicht festgestellt, sondern es hat gesagt, nein, das ist alles im Rahmen. Mit anderen Worten, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich nicht mehr an Klimaschutz verlangt. Was das Bundesverfassungsgericht aber festgestellt hat, und das ist das Neue, es hat gesagt, die Klimaschutzambitionen, die man getroffen hat, die führen zu einer Ungleichverteilung der erforderlichen Maßnahmen über die Zeit. Und damit schränken wir schon heute die Grundrechte der jüngeren Generation ein. Streng genommen ist es nicht die zukünftige Generation. Es geht immer um Lebende, weil nicht geborene Menschen nicht grundrechtsfähig sind in der Judikatur. Daran haben wir auch nichts geändert durch diesen Beschluss. Insofern hat sich das Bundesverfassungsgericht beholfen, sozusagen auf die Jüngeren abzustellen. Aber letztlich geht es genau um die Zukunft. Und so trennscharf bleibt es dann am Ende des Tages nicht, was die zukünftige Generation oder die heute lebende jüngere Generation angeht. Letztlich geht es darum, dass das, was man sich vornimmt, auch tatsächlich dann so gemacht wird, dass es die Bevölkerung über die Zeit ähnlich mit Chancen und Belastungen ausstattet. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht einen Verfassungsbestandteil definiert, nämlich die Klimaneutralität. Die ist Bestandteil des Artikel 20a des Umweltstaatsprinzips. Und aus dieser Klimaneutralität leitet es dann politische Handlungsaufträge ab. Klimaneutralität ist deshalb Verfassungsbestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, weil nur mit Klimaneutralität der Temperaturanstieg beendet werden kann. Ein fortlaufender Temperaturanstieg würde dazu führen, dass wir irgendwann denklogischerweise in eine Situation kommen, die die Verfassungsrechte verletzen würde. Deshalb muss diese Entwicklung gestoppt werden und aus dieser Logik heraus ist Klimaneutralität der
der Verfassungsbestandteil und eben auch so zu verstehen als Klimaneutralität. Es gibt keinen Rechtsbegriff, es gibt keinen allgemeingültigen Begriff der Klimaneutralität. Es ist ein funktioneller Begriff, den das Bundesverfassungsgericht aus dieser Notwendigkeit des Temperaturanhaltens entwickelt hat. Wenn es diese Klimaneutralität gibt, dann hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Aufgaben verteilt. Die erste Aufgabe ist zu definieren, an welchem Temperaturniveau wollen wir eigentlich diese Klimaneutralität erreichen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, weil die Beschwerdeführer mehr verlangt haben, gesagt, die Festlegung, die heute getroffen wurde anhand der Paris-Ziele, also deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad, ist verfassungskonform. Das überschreitet nicht die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber zur Konkretisierung hat. Damit haben wir also sozusagen ein bestimmtes Niveau definiert und daraus lässt sich ein globales Budget ableiten, das noch zur Verfügung steht, um diese Temperaturen zu wahren. Mit allen Unsicherheiten, die da drin sind, die das Bundesverfassungsgericht ja auch gesehen hat. Die politische Aufgabe nach der Festlegung des notwendigen Temperaturniveaus ist dann, den Beitrag festzulegen, den Deutschland erbringen will, um diese globale Aufgabe zu leisten. Das Bundesverfassungsgericht stellt nämlich fest, dass es eine globale Aufgabe ist und dass Deutschland auch verpflichtet ist, an dieser globalen Aufgabe mitzuwirken und sie zum Erfolg zu führen. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen, wir haben einen Bottom-up-Prozess, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Beiträge. Und da muss man definieren, was ist der eigene Beitrag. Das ist sozusagen die politische Aufgabe, die sich aus dem Fixpunkt ergibt, dass Klimaneutralität erreicht werden soll. Und wenn man diesen Anteil definiert hat, dann kommt man genau in diese Budgetlogik hinein. Weil damit steht fest, von dem Gesamtbudget, was wir global noch haben, gibt es einen deutschen Anteil, den wir politisch definiert haben. Und dieser ist dann der Anknüpfungspunkt für die intertemporale Freiheitssicherung, indem man sagt, das, was wir haben, müssen wir so verteilen, dass nicht die zukünftigen Generationen auf einmal von heute auf morgen in ihrer Freiheitsausübung viel stärker beschränkt werden, als dass die heutige Generation, das ist ja der falsche Begriff, also die heutigen Leistungsträger dieser Gesellschaft tun können und müssen. Diese Logik hat das Bundesverfassungsgericht geschaffen und damit aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel für eine gelungene richterliche Selbstbeschränkung festgestellt. Denn Bestandteil dieses Beschlusses ist eben nur das Fernziel und es ist ein prozeduraler Rahmen, den die Politik schaffen muss. Und deshalb ist der einzige unmittelbare Ausspruch dieses Beschlusses auch, es gibt einen verfassungswidrigen Teil des Klimaschutzgesetzes, nämlich den, der eigentlich heute gar nicht geregelt ist. Alles, was ab 2030 über Verordnungen geregelt werden soll, kann so nicht bleiben. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wir brauchen einen gleitenden Übergang und dafür brauchen wir Orientierung bis hin zu Anpassungsdruck. Schon heute für die Zeit nach 2030 und das Verfahren, so wie es im Klimaschutzgesetz angelegt war, Verordnung 2025 für einen nicht näher definierten Zeitraum ab 2030, das hat das Bundesverfassungsgericht verworfen. Es hat nicht verlangt, jährlich sektorenscharfe Ziele bis zur Klimaneutralität zu definieren, sondern es hat gesagt, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Planbarkeit, wir brauchen Anpassungsdruck. Der Begriff kommt so in dem Beschluss ausdrücklich vor. Und daraus hat die Politik jetzt viel gemacht. Das Bundesverfassungsgericht konnte auch so agieren, weil es einen Umstand gewiss sein konnte. Es war völlig egal, was das Bundesverfassungsgericht für den Klimaschutzpfad bis 2030 sagen würde, weil der ohnehin Makulatur war. Durch die Beschlüsse auf der europäischen Ebene war klar, wir müssen den 2030-Pfad anpassen. Und ich vermute, das ist reine Spekulation, dass das Gericht sehr genau geprüft hat, wollen wir einen Konflikt mit dem Gesetzgeber eingehen und sagen, der Pfad bis 2030 ist schon verfassungswidrig? Das kann man zwischen den Zeilen durchaus herauslesen. Ansonsten hätte man die Kritik an dem Budget, was bis in der früheren Zeit ja verbraucht wird, gar nicht so schreiben können. Oder hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir deuten das an und überlassen es Europa für die Anpassung des 2030-Ziels zu sorgen? Und ich vermute, das war die kluge und weise Entscheidung,
Damit musste sich nämlich das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht über die Wertung des demokratisch legitimierten Gesetzgebers hinwegsetzen. Es hat ihm weiterhin die Rolle zugewiesen, abzuwägen zwischen Klimaschutz und anderen Belangen und einen guten Pfad zu definieren. Und das macht die Politik jetzt in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, allerdings nur auf der Basis des Klimaschutzgesetzes zuerst. Und wir wissen alle, das Klimaschutzgesetz macht keinen Klimaschutz. Dafür brauchen wir Maßnahmen und die sind in anderen Gesetzen zu regeln, notfalls im Haushaltsgesetz. Und das wird die große Aufgabe der nächsten Wochen, Monate und vor allen Dingen der nächsten Regierung sein. So viel vielleicht als Einordnung von meiner Seite. Ja, ganz herzlichen Dank. Richterliche Selbstbeschränkung, viele haben das nicht so wahrgenommen. Ne, so, und gleichzeitig formulieren Sie hier auch erstmal so einen Handlungsbereich, bei dem die Politik jetzt eigentlich die Erwartung übertroffen hat, könnte man vielleicht sagen. Also sie hätte gar nicht so doll jetzt reagieren müssen, wie getan, aber ist auch jetzt nicht inkonsequent, gerade auch vor dem Hintergrund der europäischen Debatte. Jetzt habe ich mal doch eine Frage, also ich meine, oder zwei Fragen. Die erste ist, bis 2020, also in 30 Jahren, haben wir 40% reduziert. In den verbliebenen 30 Jahren wären nochmal weitere 60% erforderlich mit Technologien, die ja in der letzten Zeit entwickelt wurden. Das Klimaschutzgesetz hatte 55% 2030. Ist das denn so eindeutig oder kann ein Verfassungsgericht so eindeutig wirklich sagen, dass die Lasten in der vor uns liegenden Zeit deutlich höher sind als die, die vielleicht schon geleistet wurden? Das hat es aus meiner Sicht gar nicht. Mhm. Es hat ja nur gesagt, man muss sicherstellen, dass man eben nicht in die Situation kommt, von heute auf morgen so wenig von dem verbleibenden, selbstdefinierten Budget zur Verfügung zu haben, dass man dann massiv in die Grundrechte eingreifen muss. Mhm. Und das ist ja die Logik auch des Budgetansatzes. Ich muss das wissen, was ich verteilen will, um sicherzugehen, dass ich das richtig über die Zeit aufteilen kann. Wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann bleibe ich vielleicht genau in der Situation, ach, es wird schon irgendwie klappen, um dann festzustellen, dass es nicht klappt. Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat ja an dieser Stelle gerade nicht gesagt, das, was ihr an Wertungen habt, ist verfassungswidrig. Das ist nicht der Ausspruch dieses Beschlusses. Gut, okay. Aber die Budgetbetrachtung, über die jetzt gleich der Oliver Geden sicherlich reden wird, das hat das Gericht auch gesagt, die sind ja stark normativ auch geprägt. Ne? So die Verteilungsfragen, da gibt es ja keine völkerrechtlichen Übereinstimmungen mittlerweile. Dass die das so massiv zur Grundlage, zur Begründung dieses Zusatzes oder dieser Aufnahme der Klimaneutralität quasi in den Gedankenbereich des Grundgesetzes 20a gepackt haben. War das dringlich erforderlich oder wie kommt sowas eigentlich zustande, würde mich mal interessieren. Haben die da nur Bücher gelesen oder gab es da Anhörungen? Oder das ist ja eine ganz komplizierte Frage, da streitet sich ja die globale Community drüber. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, worüber sich die globale Community streitet. Also, dass es eine Endlichkeit gibt, darüber wird nicht gestritten, sondern die Frage ist ja, wie verteilen wir diese Endlichkeit? Ja? Das sind ja verschiedene Maßstäbe, die man anlegen kann. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht gar keinen Maßstab definiert. Es hat nur gesagt, ihr müsst euch darüber klar werden, was ist euer Maßstab, um euer Budget zu bestimmen. Dass es ungefähr 30 Mal das SRU-Gutachten genannt hat, heißt nicht, dass dieser Maßstab Verfassungsinhalt ist. Sondern es ist eher eine Anschauungsübung gewesen, um zu verdeutlichen, was da eigentlich passiert. Also wenn man den Beschluss genau liest, steht nirgendwo, dass der SRU das Budgetansatz mit der Aufteilungslogik und kein anderer verfassungskonform sein kann. Und ich glaube, das ist. Ich habe schon gelesen, dass die Politik sich daran zu orientieren habe, irgendwie so ungefähr fast genau. Ich müsste also die Politik muss sich an der Endlichkeit orientieren. Und das ist an der Zahlen der Logik. Konsequent. Okay. Gut, das ist jetzt schon ein spannendes kleine Hin und Her zwischen Ihnen und mir, an der Stelle, die eben einfach auch wirklich spannend ist. Aber das eine ist ja, was steht jetzt einmal wirklich drin? Was ist das Relevante, was drinsteht? Und was ist das, was man auch hineininterpretiert vielleicht an der Stelle? Aber diese Budgetfrage ist natürlich das, was uns hier in der Community gnadenlos beschäftigt, weil das da abgeleitete, nochmal normativ mit gewissen Fehlern und Abweichungen in Zukunft auch behaftete Restbudget ist ja pretty tiny sozusagen und ganz schön kompliziert in der Umsetzung. Aber
Oliver Gehn. Danke, Herr Müller. Super. Vielen Dank. Da werden bestimmt noch gleich ein paar Fragen auch kommen oder Anmerkungen. Ja, Oliver Gehn, was sagst du dazu? Wie hast du das gelesen? Und wie bewertest du das letztendlich auch? Ja, danke, Andreas, für die Einladung und für die Fragen und auch danke für die Beiträge vorher. Ich war mir sozusagen bei der Grundrechtslogik nie so ganz sicher, bin ja auch kein Jurist, was ich da rauslesen kann. Deshalb fand ich das von Herrn Müller sehr interessant, weil mir ist auch in dem Urteil aufgefallen, dass der Begriff Klimaneutralität sehr unscharf verwendet wird. Und wenn ich jetzt Herrn Müller zuhöre, würde ich mich dazu vorwagen zu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat es nicht verstanden, was Klimaneutralität bedeutet. Weiß nicht, ob das noch jemals politisch relevant wird, vielleicht auch nicht. Das erste Problem ist, dass wir eigentlich über Treibhausgasneutralität reden und nicht über Klimaneutralität. Das ist jetzt aber sozusagen nur das schönere Wort. Klimawissenschaftler würden da vielleicht noch einen Unterschied machen. Das Umweltbundesamt macht da auch einen Unterschied. Das Interessante ist aber, dass in der Tat das Verfassungsgericht mit der Stabilisierung der globalen Temperatur argumentiert. Und diese Stabilisierung kommt aber nicht zustande, wenn Sie alle Treibhausgase auf Netto Null bringen, sondern wenn Sie CO2 auf Netto Null bringen. Wenn Sie alle Treibhausgase auf Netto Null bringen, sinkt die Temperatur sogar. Je nachdem, wie Sie den Umrechnungskurs zwischen den Treibhausgasen wählen. Es ist marginal, aber Treibhausgasneutralität ist nicht gleichbedeutend mit Temperaturstabilisierung. Ist vielleicht politisch dann gar nicht relevant am Ende in Deutschland, aber an dem Punkt habe ich mich auch gefragt, wie kommen die eigentlich genau darauf, wer hat die da beraten? Für die deutsche Debatte ist vielleicht relevanter CO2-Budget versus Treibhausgas-Budget. Ich bin gar nicht gegen Budgetierung oder dagegen, das halte ich auch für sinnvoll, wie Frau Radatz, auszurechnen, was denn der kumulative Effekt ist einer Politik bis 2030, bis 2045, bis 2050, um nicht immer nur über sozusagen Endpoint-Targets zu reden, weil das für die Politik ziemlich leicht ist. Dann hat man ein Fernziel, das sieht gut aus, bis dahin passiert vielleicht nicht viel. Also den kumulativen Effekt zu berechnen oder den voraussichtlichen kumulativen Effekt bestimmter Pfade, finde ich sinnvoll, um Klimaschutzpfade zu vergleichen. Dann ist aber das Problem, dass die SRU-Zahlen nur CO2 betreffen. Und nicht CO2-Äquivalente, es ist wirklich nur CO2, weil global gibt es nur ein CO2-Budget. Es gibt kein Treibhausgasbudget aus bestimmten klimaphysikalischen Logiken heraus. Das heißt, wenn Sie das SRU-Budget lesen, mit dem ist ja oft argumentiert worden, offensichtlich gegen die Intention des Verfassungsgerichts, also argumentiert worden mit den konkreten Zahlen, nicht mit dem Prinzip, dann muss da ein Aufschlag drauf. Also wann immer Sie eine Statistik sehen, hier sind die SRU-Zahlen, dort ist das, was die Bundesregierung macht oder was die Agora Energiewende vorschlägt, dann fehlt dazwischen was, weil alle Akteure, wir ja auch, eigentlich in Treibhausgasen insgesamt rechnen. Die Antwort des SRU ist, naja, das ist ein Verhältnis von 88 zu 12, also so viel käme da nicht drauf. Das halte ich für zu kurz gesprungen, weil 88 zu 12 CO2 versus andere Treibhausgase, Methan, Lachgas, andere, ist im Moment tatsächlich, oder ich glaube 2019 war das Verhältnis, aber wenn wir in Richtung Treibhausgasneutralität gehen, dreht sich das Verhältnis rum. Also wenn Sie sich sozusagen Studien angucken, das erste Jahr der Treibhausgasneutralität, die Residualemissionen kommen zum großen Teil aus der Landwirtschaft und sind nicht CO2-Emissionen, werden ausgeglichen durch CO2-Senken. Es mag Ihnen alles esoterisch erscheinen, verstehe ich auch, aber wenn man Budgets kalkuliert, sind diese Unterschiede wichtig. Das heißt, von dem Agora 2045 Studienbudget, das Sie dann veröffentlicht haben, müssen Sie einen gewissen Anteil abziehen. Agora könnte das eigentlich auch veröffentlichen. Ich weiß nicht genau, warum Sie das nicht machen, aber ich würde damit rechnen, dass Sie von der Zahl von Agora 20% abziehen müssen, oder um von Treibhausgasen auf CO2 zu kommen, oder in die andere Richtung auf das SRU-Budget 25% draufschlagen müssen, um ein Treibhausgasbudget zu bekommen, das sozusagen dasselbe Ambitionsniveau
abbildet. Das ist so dann, das geht in der Debatte durcheinander, wo dann diese Fixierung auf diese Zahlen oder dieses SAU-Budget zur Benchmark wird. Man könnte auch kritisieren, wie das SAU-Budget abgeleitet wird aus dem globalen Budget, aber da kann man sagen, müsste man es eher aus einer anderen Sichtweise kritisieren. Es ist ja eigentlich relativ unambitioniert. Also es geht von 1,75 Grad aus, nicht von 1,5 Grad. Und es verteilt pro Kopf, was wirklich das schwächste Fairness-Prinzip ist, was man sich vorstellt. Also man könnte auch an der Stelle sagen, das sagen Fridays for Future ja auch, dass es eigentlich eine sehr unambitionierte Ableitung ist. Natürlich wäre es dann noch geringer. Was man damit zukünftig macht, ist natürlich politisch die spannende Frage. Es gibt auf EU-Ebene im Klimaschutzgesetz, im EU-Climate Law ja auch die Idee eines sogenannten indikativen Budgets. Also ob das bedeutet, dass wir dann zukünftig damit anfangen, diese kumulativen Effekte immer auszuweisen und dann auch darüber zu sprechen, wie verteilen die sich auf einzelne Jahrzehnte. Das erscheint mir auf jeden Fall vom Verfassungsgericht intendiert. Und dann wäre die Frage, wie Budgetierung sozusagen administriert wird. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Und ob man ein Budget aus einem globalen Budget bei CO2 ableitet und dann einen Treibhausgasaufschlag drauf macht, muss man sehen. Also ob man das so exakt machen muss, was oft übersehen wird, weil die IPCC-Zahlen dann wie ein heiliger Gral behandelt werden. Die IPCC-Zahlen ändern sich andauernd. Ist keine gesetzte Zahl. Und gerade die Jüngeren erinnern sich nicht daran, aber die Älteren vielleicht auch nicht, dass das Budget für 1,5 Grad vor dem Sonderbericht zum 1,5 Grad-Ziel 2018 schon bei unter 200 Gigatonnen lag und dann sehr stark nach oben rekalkuliert wurde. Und um dann die Details zu gehen, stellen Sie sich vor, es gibt diese Art von Rekalkulation auf globaler Ebene. Würden wir wollen, dass das in Deutschland dann sozusagen 1:1 durchgereicht wird, jetzt mal ganz egal, in welche Richtung es geht. Das wäre ein bisschen schwierig, auf dieser Basis Pfade für die nächsten 25 Jahre festzulegen. Also deshalb glaube ich, darf man es nicht übertreiben mit der Exaktheit, indem man ein deutsches Budget aus dem Globalen abzuleiten versucht und braucht dann irgendeine Art von Mediation dazwischen. Aber der kumulative Effekt, da gebe ich sozusagen allen recht in der Umweltdebatte, ist der wichtigere sozusagen als der Endpunkt der Kurve bei 0,2045 nach heutigem Verständnis oder wo auch immer der liegt. Das ist interessanter, was bis dahin gemacht wird und nicht was in einem konkreten Jahr. Okay, du bist fertig. Ja, wir sollten doch eigentlich nur... Ja, ist doch gut. Ich will aber dann nochmal nachfragen da. Das heißt, im Grunde, dass das Bundesverfassungsgericht Klimaneutralität an sich als Begriff aufnimmt und schützenswert quasi in den Artikel 20a packt, da hast du gar kein Problem mit. Und auch an dem Urteil an sich, aber an dem, was wir alle jetzt da quasi rauslesen für die unmittelbare Arbeit letztendlich, weil wir da so stark ableiten von eben diesem Budgetbetrachtung ausgerechnet nur mal des SRUs, weil das bekannteste hier in Deutschland ist. Na, es gibt schon auch noch andere. Also das eine Problem ist wirklich, dass da Klimaneutralität quasi Verfassungsrang erhält, finde ich problematisch. Ich finde es auch problematisch, weil wenn wir das Restbudget nehmen für CO2 global, dann reicht es bei heutigem Ausstoß noch 10 Jahre. Diese magische 2050 für CO2-Neutralität, und das ist der Wert für CO2-Neutralität, für Treibhausgasneutralität ist der Wert 2067. Aber diese Werte beruhen auf der Annahme, weil nur deshalb sind sie so spät, dass wir danach global massiv Netto-Negativ-Emissionen machen. Das heißt, weder global noch für Deutschland ist sozusagen bei Treibhausgasneutralität oder wenn wir das Klimaneutralität nennen wollen, Schluss. Also wir können sagen, ab dem Niveau tragen wir nicht weiter zum Problem bei, zur Verstärkung des Problems, weil da CO2 eine sehr lange Lebensdauer hat, dann sind wir natürlich daran, dass Klimawandel weitergeht, immer noch beteiligt. Also eigentlich haben wir die moralische Verpflichtung an irgendeinem Punkt, CO2 auch aus der Atmosphäre zu ziehen. Das haben wir ja auf EU-Ebene auch schon beschlossen, net negative thereafter. Und im Klimaschutzgesetz ist es ja jetzt auch schon angedeutet.
Also das geht so ein bisschen verloren. Eine zweite Konfliktlinie, die ich sehe, ist die europäische versus die deutsche. In der allerersten Fassung, im allerersten Referentenentwurf, hieß es ja netto negativ nach 2045. Dazu hatte ich dann angemerkt, wir haben aber auf EU-Ebene ein 2050 Gesamtunionsziel. Also da wird es Kämpfe darum geben, wer darf 2050 eigentlich noch über Null sein, wer ist unter Null. Also Polen und Irland wären Kandidaten für über Null. Das finde ich gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Es kann in der Debatte halt so ein Backlash geben, aber zu sagen, wir verschaffen anderen auch in Europa ein bisschen mehr Raum, habe ich kein Problem mit. Jetzt mogelt man sich damit rum, dass man sagt, 2045 sind wir null und ab 2050 sind wir dann negativ. Das ist so ein bisschen, naja, okay. Und so trennscharf werden wir es auch nicht machen. Und meine größte Kritik an dem, was jetzt passiert, ist A, dass wir eigentlich sinnvollerweise trennt man ja in Konkurrenzpolitik und Problempolitik. Wir haben jetzt eigentlich nur Konkurrenzpolitik gesehen. Die Regierungsparteien wollen das Thema abräumen, also im Sinne von Agenda-Cutting. Das kann ich gut verstehen, das kritisiere ich auch nicht. Problempolitik wäre zu sagen, okay, was sind die Instrumente? Wir sind halt nun mal am Ende der Legislaturperiode. Da kann man jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Das Zweite ist, dass ich die Werte für illusorisch halte an Senken und Residualemissionen, die in diesem Klimaschutzgesetzentwurf jetzt drinstehen. Das sind Fragen, die können wir auch nach der Bundestagswahl sicherlich, wenn wir dann wissen, wer die Koalition bildet, im Detail beurteilen und diskutieren. Okay, gut. Also da sind noch ein paar Stichworte. Das werden wir heute alles gar nicht so genau mehr besprechen können, weil das Thema Senken natürlich an sich sowieso, aber auch das Thema international. Das haben wir jetzt noch gar nicht gestriffen. Da steht noch viel dazu drin, aber da kann man auch lange überlegen, ist alles das, was da drin steht, wirklich das Beste zum Schutz der Grundrechte der Menschen in Deutschland oder müssten nicht andere Aktivitäten stärker hervorgehoben werden, weil es ist ja ein globales Problem an der Stelle. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Es ist schon kompliziert genug. Ich will noch aber einmal Frau Radatz und Herrn Müller dran nehmen, bevor ich dann den Herrn Scheel das Wort gebe. Frau Radatz, nur noch ganz kurz. Die Sache mit dem SRU-Budget, ist das auch das Budget, was Sie sich zu eigen machen? Das ist ja, also Herr Gehden hat... Ja, also es ist schon so, dass wir auch in unserer Studie, wo wir tatsächlich das erste Mal ein Budget für den Energiesektor ausgerechnet haben, für den Kohleausstieg, auch genau so rangegangen sind mit so einer Pro-Kopf-Verteilung. Aber Herr Gehden hat es schon gesagt, also es ist gar nicht mal so sehr die Frage, welches Budget mache ich mir jetzt zu diesem Zeitpunkt zu eigen. Ich finde, es ist super wichtig zu sagen, egal was ich mir zu eigen mache, jetzt anfangen, ist auf jeden Fall richtig, egal in welche Budgetlogik ich da reingehe. Okay, und das dann, ist meine Frage. Ich wollte wirklich wissen, also jetzt, weil wenn so viel darüber diskutiert wird, sagen Sie, im Grundsatz schon. Die Politik soll sich an dem SRU-Budget. Nee, das sage ich nicht. Ich sage nur, dieses Budget ist es, woran man sich jetzt erstmal sozusagen grundsätzlich orientieren kann. Aber ich sehe den Auftrag schon auch, dass die Politik sich eine Budgetlogik irgendwie geben muss. Ja, und die sollte natürlich in der Richtung stattfinden. Ja, das würde ja heißen, dass Sie beim WWF sagen, also eine historische Verantwortung, die Deutschland vielleicht haben könnte und die noch zu einem viel knapperen Budget führen würde, da sind Sie gar nicht dafür. Doch, also da wollte ich gerade nochmal drauf hinaus, weil das ist genau der Punkt. Also wie rechne ich denn die Verantwortung, wenn ich da so ein Pro-Kopf-Budget rechne? Ist auch die Frage, rechne ich das pro Kopf heute, pro Kopf in 2050 oder was ist eigentlich sozusagen der Ausgangspunkt? Wenn ich sozusagen da eine andere Verantwortungslevel einziehen möchte, ja, dann muss man ja einfach gucken, wie viel haben wir denn noch, wie viel können wir denn sozusagen technisch in Deutschland umsetzen, und alles darüber hinaus muss im Endeffekt finanziell mit Transferzahlungen sozusagen aus unserer Sicht nochmal on top kommen. Zu netto null in Deutschland muss man sozusagen alles, was man an Verantwortung darüber hinaus im Prinzip, in was für immer man für eine Verteilungslogik sich befindet, muss man dann im Prinzip im Endeffekt mit einem CO2-Preis bemessen und dann an Transfers sozusagen international einsetzen, um die Transformation sozusagen international auch zu beschleunigen. Okay, gut. Ich frage deswegen so ein bisschen pieksig hinterher, ne? Weil es gibt auch einige, die sagen, gut, der SRU hat sich da irgendwas ausgesucht, was so gerade noch irgendwie so im Erreichbaren scheint. Eigentlich hätten Sie sagen müssen, historische Verantwortung, dann ist das Budget null. Und jetzt nochmal kurz meine Frage an Sie. Ja, dann wäre es schon weg. Ne? Ja, so. Eben. Ja, gut, aber jetzt einfach nur irgendwas zu rechnen, damit noch irgendwas da ist, was dann irgendwie fiktiv sozusagen ist, macht ja auch keinen Sinn. Ne? Irgendwann muss man da mal Stellung beziehen. Jetzt frage ich Herrn Müller einfach da nochmal ganz kurz und dann komme ich zu Ihnen, Herr Scheel. Was wäre denn gewesen, wenn man
im SRU-Gutachten oder wo auch immer gesagt hätte, ja, nee, eine gewisse historische Verantwortung ist dabei. Und deswegen ist das Budget, gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Wir sind schon im Minus an der Stelle. Könnten Sie sich vorstellen, wie eigentlich das Verfassungsgericht damit dann argumentiert hätte? Oder wenn jetzt beispielsweise im Sommer möglicherweise das Budget nochmal dramatisch wegen neuer Erkenntnisse eingeschränkt würde, hätte das irgendwelche Auswirkungen gehabt oder wie sehen Sie das? Nach meiner Lesart des Beschlusses nein. Ja. Er hätte, also das Bundesverfassungsgericht hätte seine Entscheidung nicht so begründen können, weil es nicht ein noch positives Budget beim SRU vorgefunden hätte, an dem er das deutlich machen kann, was eigentlich der Inhalt der Verfassung ist. Ich kenne die Beschwerdeschriften nicht der Verfassungsbeschwerden, ja, aber die Beschwerdeführer haben ja mehr an Klimaschutz gefordert, also letztlich ein kleineres Budget noch als übrig erachtet. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja bewusst nicht als Verfassungsbestandteil herausgelesen. Ja, also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen. In Rechtskraft, der wächst ja eh nur der Tenor. Ja? Also das, was sozusagen verpflichtend ist. Alles andere ist Begründung. Ja? Und das ist sozusagen Material, mit dem wir jetzt arbeiten, um zu gucken, wie das ist. Und das ist natürlich zu interpretieren. Oliver Gehn hat ja darauf hingewiesen, ja, dass wir bestimmte Dinge machen. Wir müssen nur noch aufpassen, dass wir mit unserem Vorverständnis nicht Dinge hineininterpretieren, wie zum Beispiel den Begriff der Klimaneutralität. Aus der rechtlichen Perspektive hat er keinen Inhalt, der ist nirgendwo definiert, den gibt es als Rechtsbegriff nicht. Es gibt im Klimaschutzgesetz eine Begriffsbestimmung für Netto-Treibhausgasneutralität, die aber völlig leer ist, also die ist weder aufgefüllt noch hat sie eine Funktion. Aber wir wissen nicht, was das ist und man muss es, glaube ich, einfach funktional so verstehen, wie aus der Begründungslogik das Bundesverfassungsgericht das hergeleitet hat. Ja? Also dass es darum geht, eine Entwicklung zu stoppen, die ansonsten zu Grundrechtsverletzungen führen muss, wenn sie nicht gestoppt wird. Und wenn man Treibhausgasneutralität oder Klimaneutralität so versteht, dann ist es ein anderes Verständnis als viele andere dem beimessen. Und dann entschärfen sich aber auch bestimmte Probleme. Und wir müssen nicht über diese Begriffsprobleme sprechen, sondern wir können über das eigentliche Anliegen sprechen, was dahinter steht. Ich hätte gedacht, die beste Lösung wäre gewesen, wenn die einfach gesagt hätten, Deutschland muss Klimaneutralität schnellstmöglich erreichen und vielleicht jährlich darüber Bericht erstatten oder so, um das irgendwie auch prüfbar zu machen, ob man es schnellstmöglich versucht oder sowas. Aber gut, ist ein anderer Punkt, die haben es anders gemacht, weil noch ein bisschen Budget da war eben, ne? Ja, und schnellstmöglich ist ja auch so unbestimmt wie nur irgendwas, ja. Also schnellstmöglich was, ja. Also dann hätten wir an Erkenntnis gar nichts. Gut, aber dann hätten die Diskussion zurückgespielt eben in den politischen Raum, wo man haben sich sie doch, hat. Haben sie doch. Okay. Sie haben gesagt, hier ist ja da. Die Politik ist zuständig zu sagen, welches Klimaschutzniveau wollen wir machen. Das stimmt. Deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad, ist verfassungsrechtlich nicht zu kritisieren. Die Politik muss festlegen, was ist unser deutscher Beitrag zum globalen Anstrengung und Klimaschutz. Ist eine Aufgabe an der Politik, hat das Bundesverfassungsgericht nicht in die Verfassung reingelesen. Also insofern hat das Bundesverfassungsgericht genau das gemacht, was Sie gerade gefordert haben, nur dass es einen anderen Begriff verwendet hat, nicht schnellstmöglich. Das war Ihre Idee. Also wenn die mich hier rausschmeißen, fange ich beim Bundesverfassungsgericht an. So, gut, vielen Dank. Nee, besser nicht. Vielleicht, wenn Sie da mal anfangen und Sie brauchen einen persönlichen Referenten. Aber okay, Herr Scheel, jetzt haben Sie das alles gehört. Da waren vielleicht auch ein paar beruhigende Gedanken dabei für Sie oder auch nicht, würde ich gerne mal wissen. Wie haben wir Sie angesprochen? Weil erstens ist der VDA auch ein Partner aus unserem Stakeholderkreis. Ne? Sie sind ja mit bei uns in der Studie auch dabei. Eine wichtige Branche, die sowieso gerade in extremem Veränderungsdruck letztendlich auch ist und auch auf dem Weg ist. Unheimlich, es tut sich doch eine ganze Menge, das kann man ganz klar sagen. Geben Sie mal kurz so auch als Eisbrecher für die Debatte, die wir dann hoffentlich auch gleich haben hier. Also bitte melden Sie sich dann auch gleich in den Chat. Einfach Ihren Blick auf das, was Sie jetzt gehört haben und Ihre Einordnung der Debatte seit diesem Beschluss. Ja, vielen Dank, Herr Kuhlmann. Das mache ich gerne. Kurz dazu aus unserer Sicht etwas zu sagen. Ich habe mich am Anfang gefragt, was ist eigentlich der Grund, dass Sie mich hier gefragt haben, etwas zu sagen. Liegt es daran, dass der Verkehrsbereich der einzige Bereich ist, der vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich als der Bereich genannt worden ist, der, wie es in der Randziffer 249 so schön heißt, Anreiz und Druck bedarf,
um in Richtung CO2-sparender und CO2-freier Verhaltensweisen voranzukommen, oder liegt es eher an der allgemeinen politischen Diskussion? Sei es wie es sei, ich will nur auf zwei Aspekte ganz kurz eingehen, als Eisbrecher, wie Sie gesagt haben, um das aus unserer Sicht zu reflektieren, was wir gerade gehört haben. Das erste ist, das Bundesverfassungsgericht hat im Hinblick auf die Verteilung der Freiheitschancen zwischen den Generationen ja so etwas postuliert wie ein, ich würde das mal nennen, ein Modell kontinuierlicher Verengung von Freiheitsräumen. Da stellen sich zwei Fragen. Einmal aus juristischer Sicht. Was ist der Bezug für diese Verengung der Freiheitsräume, die das Bundesverfassungsgericht ja unter dem Gesichtspunkt der Verengung der budgetären Möglichkeiten, darüber haben wir auch gerade schon diskutiert, für möglich hält? Ist es das nationale Budget oder ist es das globale Budget? Das macht ja einen großen Unterschied im Hinblick darauf, was an möglichen Grundrechtseinschränkungen für die Grundrechtsakteure im Raum steht. Und das Zweite ist der Ansatz nicht vielleicht insoweit etwas mechanistisch, als dass wir, und das ist jetzt auch gerade aus Sicht unserer Branche gesprochen, ja mit zwei Phänomenen zu tun haben. Erstens, Innovationen sind nicht linear. Auch Veränderungen in Märkten und Veränderungen bei Verhaltensweisen sind nicht linear. Wenn wir beispielsweise sehen, welche Hochläufe haben wir zurzeit bei der Elektromobilität in unserem Bereich? Wir sind seit Ende letzten Jahres jeden Monat bei über 20% der Neuzulassung Elektrofahrzeuge. Das ist etwas, was sich fortsetzen wird. Das heißt, wenn ich mir unsere Branche anschaue, dann spricht viel für das Argument zu sagen, ein großer Teil dessen, was passieren muss in der Transformation von der Situation, wo wir jetzt sind, in eine Situation, wo zumindest der motorisierte Individualverkehr weitestgehend elektrifiziert stattfinden kann, wird stattfinden in einem Zeitraum von jetzt bis 2030 oder lass es 2035 sein oder vielleicht ein bisschen später, aber jedenfalls der Aufwand, auch im Hinblick auf die begleitenden Maßnahmen, auch im Hinblick auf die Infrastruktur, im Hinblick auf die Umstellung der Produktionsmittel und. Der Aufwand findet von jetzt an in relativ wenigen Jahren in die Zukunft gedacht statt, sodass im Hinblick auf das, was jedenfalls dieser Teil des Transportsektors beizutragen hat, ein Großteil der Aufwendung und der Anstrengung in den wenigen Jahren von heute aus stattfindet und wahrscheinlich weniger in den Jahren relativ kurz vor 2045 oder 2050 stattfindet. Die Frage ist, ob das ausreichend reflektiert ist. Mhm. Das zweite ist das Thema Budgetansatz, und zwar im Hinblick auf die intertemporale Verteilung und auf die globale Lastenverteilung. Das sind in der Tat, so habe ich zumindest verstanden, keine tragenden Gründe, aber das Bundesverfassungsgericht hat doch gezeigt, es hat eine große Sympathie für tonnenscharfe Jahresscheiben und es hat eine große Sympathie für eine kopfmäßige Verteilung der globalen Lasten. Globale Lasten, sagt das Bundesverfassungsgericht so schön, Randziffer 225, damit soll wechselseitiges Vertrauen in den gegenseitigen Realisierungswillen geschaffen werden. Da stellt sich die Frage, das ist auch schon von anderen bemerkt worden, die da viel mehr Erfahrung in internationalen Verhandlungssituationen haben als ich, ist das der richtige Ansatz im Hinblick auch darauf, wie bewerten wir die jeweilige Position einzelner Mitgliedstaaten in internationalen Verhandlungssituationen und wie erreichen wir, dass wir global, und das Klima ist global, das Maximum an Klimaschutz erreichen, ist dieser Verteilungsansatz wirklich der richtige? Und der Ansatz im Hinblick auf die zeitliche Verteilung, da hat es jetzt mich auch persönlich sehr erstaunt, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht reflektiert hat darauf, ob nicht beispielsweise eine Ausdehnung des Emissionshandels oder eine Nutzung des Instruments des Emissionshandels ein Instrument sein könnte, was wesentlich stärker als bisher genutzt werden kann, um in der europäischen Perspektive, auch in der intersektoralen Perspektive, auch für unseren Sektor und langfristig in der globalen Perspektive viel stärker genutzt werden könnte, was ein Ansatz wäre, der jedenfalls jahresscheibenscharfe Sektorziele mindestens relativiert im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Definition der Zielerreichung, also Anreize und Druck aus der Perspektive Emissionshandel ist ein anderer Anreiz und Druck aus der Perspektive jahresscheibenscharfer Sektorziele. Das taucht im Urteil nicht auf und es stellt sich trotzdem und umso mehr die Frage, das ist ja auch in der politischen Diskussion jetzt auch um die Novelle des Klimaschutzgesetzes schon deutlich geworden, gerade für den Zeitpunkt ab 2030, ob nicht die Diskussion über den Emissionshandel wieder belebt gehört, die wir zwar seit vielen Jahren sehr intensiv führen, aber die weder was die globale Perspektive betrifft, noch was die intersektorale Perspektive betrifft, wesentlich weitergekommen ist. Danke. Also, das ist schon, sind schon richtig in der politischen
Interpretation dessen, was jetzt zu tun ist, auch da drin, aber das verstehe ich natürlich auch voll, weil Sie sehen, das hat quasi unmittelbare Auswirkungen auch auf Ihre Branche, so was da jetzt passiert. Ich will eine Passage mal kurz vorlesen, die ich bemerkenswert fand. Wir haben ja auch so ein Transformationsmodul bei uns in der Studie. Da steht, die frühzeitige Erkennbarkeit einer Verteuerung und Verknappung CO2-relevanter Mobilität könnte etwa auch dazu führen, dass grundlegende Entscheidungen und Entwicklungen zu Berufs-, Arbeitsplatzwahl oder zur Gestaltung von Arbeits- und Geschäftsabläufen rechtzeitig so getroffen und eingeleitet würden, dass sie von vornherein weniger Mobilität erforderlich machen. Das sind ja eigentlich ganz super spannende Sätze, von denen man jetzt gar nicht weiß, was ist da jetzt Begründung, was ist da Orientierung und was ist da irgendwie von Relevanz für die weitere Arbeit. Ich will gerne den Herrn Müller mal fragen, was er sagt zu dem, was Sie jetzt da auch gesagt haben, Herr Scheel. Nur vorab, ich glaube, das mit den Jahresscheiben habe ich ganz anders gelesen. Da habe ich eigentlich explizit sogar eine Passage gelesen, wo die gesagt haben, dass das möglicherweise gar nicht der vernünftigste Weg ist, weil eben letztendlich Innovationen oder Technologien eben auch ihre Eigenzeit haben. Das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert. Aber Herr Müller, vielleicht mal dazu. Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat es ausdrücklich nicht verlangt, das sagte ich ja, von jetzt bis zur Klimaneutralität Sektoren scharfe Jahresvorgaben zu machen. Steht nirgendwo drin, es gibt Freiheitsgrade, es zu machen. Die Anforderung, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, ist diese Orientierbarkeit oder der Orientierungseffekt, der hervorgeht. Und Herr Scheel, Sie haben ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass der Orientierungswert ein anderer ist, ob ich ins KSG gucke oder in den ETS. Und das liegt eben daran, dass wir unterschiedliche Adressaten haben. Das Klimaschutzgesetz richtet sich ja ausschließlich an die Regierung. Ja, die ist sozusagen diejenige, die Wege aufzeigen muss, daraus dann tatsächlich Instrumente zu konstruieren. Und diese Instrumente, die richten sich dann an Sie und Ihre Mitglieder. Ja, und das ist sozusagen die Ebene, warum diese Übersetzung stattfindet. Und das ist auch das, was ich ganz spannend finde an diesem Beschluss. Wir setzen das Klimaschutzgesetz quasi mit Klimaschutz gleich. Und das ist theoretisch faktisch falsch. Ja? Also Klimaschutz findet über die Instrumente statt. Und da hängen ganz viele dogmatisch spannende Fragen dran. Was bedeutet das eigentlich nachher für die Bewertung zukünftiger Gesetze? Gibt es da Maßstäbe, die daraus aus dem Klimaschutzgesetz erwachsen? Da ist die Diskussion noch ganz am Anfang. Insofern schmunzelte ich, Herr Kuhlmann, als Sie eingangs sagten, es kommt so vor, als wenn das jetzt schon Schnee von gestern ist am Anfang. Also wir Juristen fangen jetzt erst an, diese 270 Randnummern zu leben. Ja? Also da wird uns nicht langweilig werden, die nächsten. Das glaube ich auch. Also jetzt habe ich zwei Wortmeldungen, die nehme ich auch sofort dran. Ich will nur sagen, ich glaube wirklich, es ist sehr wichtig, dass wir heute so darüber reden, wie wir es tun, weil ich glaube, Herr Müller, Sie sagen uns im Grunde hier relativ klar auch, dass wir unterscheiden lernen müssen. Was hat davon jetzt eben eine juristische Relevanz und was ist letztendlich auch Aufgabe der Politik in Zukunft besser, genauer zu beschreiben, was eigentlich gemeint ist und was gemacht werden soll und erläutert werden muss. Also alles das, was da an Begründung ist, das ist ja nicht die Bibel, sondern das ist eben gestaltbar auch durch politische Arbeit, die einfach zu erfolgen hat, wo wir vielleicht nicht präzise genug waren in der Vergangenheit. Genau. Also juristische Relevanz hat alles. Und es sind auch tragende Gründe, anders als Herr Scheel das gerade gesagt hat. Aber die tragenden Gründe sagen halt nicht, so ist es zu tun. Ja? Im Sinne von, diese Tonne kann in dem Sektor noch verbraucht werden. Sondern das, was das Gericht macht, ist zu sagen, werdet euch klar darüber, welche Ziele ihr habt, was das bedeutet an Anstrengung und dann macht einen vernünftigen Plan, der am Ende des Tages gleiche Belastungen ermöglicht. Das ist die Kernaussage dieses Beschlusses, in meiner Sicht. Und damit spielt das Gericht halt der Politik den Ball wieder zu. Das Gericht kann es nicht. Ja? Also das sind 8 Berufsrichter, die sind alle fähig und sehr, sehr kluge Köpfe. Aber die sind doch nicht in der Lage, einen Abwägungsprozess wie Klimaschutz in die Verfassung im Detail reinzulesen. Da haben sie sich zurückgehalten. Gut, also Aufgabe an uns. Jetzt würde ich, bevor ich Herrn Gude und Herrn Hölder dran nehme, doch nochmal kurz Herrn Scheel, weil das ja doch ein bisschen Ping-Pong hier auch war. Sie sind auf ihn eingegangen. Wollen Sie dazu unmittelbar nochmal was sagen? Sie haben sich nochmal gemeldet, Herr Scheel. Wo ist er? Ausgeflogen. Herr Scheel? Sie sind noch stumm, Herr Scheel. Jetzt. War ich zu schnell. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also in Randziffer 254 sagt das Gericht, zum anderen müssen weitere Jahresemissionsmengen und Reduktionsmaßnahmen so differenziert festgelegt werden, dass hinreichende Orientierung und Planungsdruck, dann kommt der Planungsdruck, die Erkennbarkeit der Produkte und Verhaltensweisen. Also
mit dem Gericht schwebt schon vor, meines Erachtens nach obiter dictum, aber da müssen wir uns dann nochmal drüber unterhalten, Herr Müller, aber schwebt schon vor, dass ein Modell konkreter Jahresemissionsmengen, übrigens auch über 2030 hinaus, was dann die Grundlage ist für die Definition von Maßnahmen im politischen Prozess, so wie es ja im Klimaschutzgesetz vom Grundsatz her auch angelegt ist, Ziel, Orientierung und Druck. Und das wird dann auch noch sozusagen die Frage sein, wo fängt sozusagen das, wo ist die verfassungsrechtliche relevante Unterschwelle für den Druck, ja, und was ist sozusagen die verfassungsrechtlich relevante Oberschwelle für die Orientierung? Weil das wird dann die Diskussion werden, wenn es dann um den Klimapakt Deutschland geht und alles, was da Schönes drin, was da Schöne drin ist, steht. Aber das ist das Modell, was dahinter steht. Und es ist eben nicht das Modell eines marktwirtschaftlich arbeitenden Emissionshandelssystem, was da doch den Akteuren wesentlich mehr Freiheit lässt als ein solches jahresscheibenscharfes Emissionsmengensystem. Ich finde jetzt meine Passage nicht, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Herr Müller, die kommen bestimmt auch nochmal dran, die anderen sicherlich auch. Ich würde jetzt gerne mal Herrn Gude und Herrn Hölder dran nehmen, und zwar in der Reihenfolge, wenn das okay ist. Herr Gude. Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Total spannende Diskussion, super interessant. Ich möchte nochmal da ansetzen, was Thorsten Müller eben gesagt hat. Ich denke auch, und ich meine, ich bin im Thüringer Umwelt- und Energieministerium da eben auch hart an der Praxis zwischen oder im Scharnier zwischen Politik und der Bevölkerung, den Bürgern. Was jetzt ja wirklich vor uns steht und ein Riesenpaket ist, was ändert sich jetzt in der Rechtspraxis denn eigentlich, in der Umsetzung denn eigentlich? Und da spreche ich nicht nur über die Instrumente, sondern die zentrale Frage, wo ist denn jetzt Klimaschutz durch diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts quasi durch die Hintertür zu einer Pflichtaufgabe geworden oder wo ist noch immer noch freiwillige Aufgabe? Und das muss jetzt ja erstmal in die ganze Praxis durchdekliniert werden. Und das ist, glaube ich, ein Riesenpaket, was da noch vor uns liegt, wo dann aber auch über die ganze Diskussion, über die Umsetzung in die Rechtspraxis die Zeit wegläuft. Und das finde ich das ganz Dramatische. Deswegen kommen wir um die Instrumente und Maßnahmen, Diskussion im Vorgriff auf die rechtliche, auf die Ausdeutung der rechtlichen Bedeutung gar nicht drumherum. Und bei diesen Instrumenten, die jetzt sehr kurzfristig ja umgesetzt werden müssen, da ist ja noch ziemlich unklar, wie das denn überhaupt politisch gemacht werden soll. Es gibt ja zwei Reflexe, beide kann man jetzt super gut gerade beobachten in den letzten zwei Wochen. Das eine ist Ziele verschärfen, hat die Bundesregierung ja schon sehr konsequent angegangen. Das zweite ist Geld in die Hand nehmen und Anreize schaffen. Aber was ist, wenn beides nicht zum Ziel, nicht ausreichend ist, nicht zum Ziel führt, weil wir noch ganz, noch viele weitere Instrumente brauchen, insbesondere die Instrumente, die man sich auf der politischen Ebene kaum traut zu nennen, weil sie ordnungsrechtlicher Natur sind und undankbar sind und eben einfach unschöne Maßnahmen darstellen. Okay. Wer verkündet die? Das sind, glaube ich, so zentrale Fragen, über die man in den nächsten Wochen diskutieren will. Ich sehe schon, ich rede zu lange. Ich habe ganz zu Anfang was ganz Spannendes gefragt. Ne? Also sag mal, was sind die Veränderungen in der ganz konkreten Rechtspraxis? Und da werden wir bestimmt gleich nochmal reinhören. Alles andere klären wir im Beirat der Leitstudie dann mit Ihnen, hoffe ich. Gut, Herr Hölder, vielleicht erstmal nochmal dazu. Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte nochmal ganz auf das zurückkommen, was Sie, Herr Kuhmann, und die Frau Radatz ganz am Anfang gesagt haben. Sie haben gesagt, es wird Ihnen bange. Mir wird es auch bange, aber nicht beim Bundesverfassungsgerichtsurteil, sondern dabei, was mit uns und unserer Gesellschaft und unserer Lebensweise passiert, wenn wir den Klimawandel nicht ernst nehmen. Was wir, glaube ich, wenn wir das mal so allgemein auf die Gesellschaft beziehen, in den letzten Jahren nicht wirklich getan haben. Und insofern ist die große Chance dieses Urteils nicht das juristische Seminar, was wir jetzt gerade machen, was vielleicht auch wichtig ist, aber den Sense of Urgency, also die Ernsthaftigkeit des Problems, die wirklich breit gesellschaftlich klar wurde damit. Das ist die große Chance. Und dass wir auf dieser Grundlage jetzt
wirklich eine Chance haben, über echte Maßnahmen zu sprechen, über echtes Handeln zu sprechen und es auch nicht nur auf die Politik abschieben, die die Maßnahmen machen muss. Es gibt schon sehr viel Rahmen. Es kommt auf jeden Einzelnen von uns, auf die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und da meine ich nicht nur im Privatleben, ob ich jetzt dahin fliege, auch als Manager, als Verbandsvorsitzender, als in jeder Position, die wir haben, jetzt die Entscheidungen zu treffen und zu erkennen, dass dieses vor uns liegende Jahrzehnt, da haben Sie ja auch, Herr Scheel, das gesagt, ja, das entscheidend ist, indem wir die entscheidenden Weichenstellungen treffen. Und wenn wir sind heute in unseren Wirtschaften zwischen dem einen und dem anderen Ufer, wir haben uns ein bisschen auf den Weg gemacht, aber wir müssen jetzt auf die andere Seite kommen. Und ich bin überzeugt, wenn wir auf der anderen Seite des Ufers sind, bei einer anderen Art zu wirtschaften, dann wird das alles viel einfacher und dann werden die letzten Meter gar nicht so schwer, sondern eher einfacher. Das Wirtschaftsmodell jetzt zu verändern und radikal zu verändern, das müssen wir jetzt tun. Und dieses Signal ist die Chance, den Aufbruch jetzt zu machen und auf diese Seite zu kommen. Das finde ich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also es hat juristische Aspekte, es hat ökonomische Aspekte, aber es hat eben auch einen gesellschaftlichen, harten Aspekt, der einfach da nochmal eine ganz andere, wie Sie sagten, Sense of Urgency da mitgibt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, Frau Radatz und Herr Müller hatten das auch gesagt am Anfang ihren Statements, historisch einerseits und Frau Radatz eben auch diese grundlegende Bedeutung. Ich glaube auch schon, dass das eine Verankerung gefunden hat. Jetzt nehme ich den Jörg Lange dran. Lieber Jörg, lange nicht mehr gesehen. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich habe eine ganz grundsätzliche Frage an Herrn Müller vor allem. Mich würde mal interessieren, wir haben als Deutschland ungefähr 7% Anteil am Welthandel. Und wir reden die meiste Zeit über die territorialen Emissionen. Das macht ja auch das Klimaschutzgesetz. Und für mich ist die spannendste eigentlich aller Fragen, ob das Verfassungsgericht jetzt nicht auch sozusagen in zumindest den Fingerzeig in die Wunde legt, dass wir uns mal um die Lieferkettenemissionen kümmern müssen. Weil die Unternehmen sind ja schon bei den territorialen Emissionen für 77% ungefähr der Emissionen im territorialen Bereich mitverantwortlich oder können sie zumindest besser beeinflussen als die Haushalte. Und das trifft natürlich noch mehr zu, wenn wir die Lieferkettenemissionen mit in Betracht ziehen. Und deswegen die Frage an Sie, kann man aus dem Verfassungsgerichtsurteil in dieser Hinsicht irgendwas ableiten, dass wenn man über Maßnahmen spricht, über Generationengerechtigkeit, über den Einfluss von Unternehmen auf Emissionen, sich eben genau diese Lieferkettenemissionen genauer angucken müssen, als nicht nur auf die territorialen Emissionen sich stürzen sollte? Ja, vielen Dank. Und nochmal ganz konkret. Ich hätte jetzt abgeleitet aus dem, was ich jetzt gerade Fragen gehört habe, gleich eine Frage an Frau Radatz und an den Oliver Geden. Aber ich würde zunächst mal an Sie geben, Herr Müller, weil da doch einige konkrete Anfragen auch an Sie jetzt mit dabei waren. Herr Lange, das kann man nicht als konkrete Verpflichtung herauslesen. Ja? Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, Deutschland muss seine Rolle in dem internationalen Klimaschutz finden und suchen und den internationalen Klimaschutz zum Erfolg führen. Das ist schon ein Verfassungsauftrag, den das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen hat. Wie man das dann macht, ja, ob man das über Lieferketten regelt, ob man das über Anpassungsmaßnahmen in den jeweiligen Exportstaaten macht und Unterstützungsmaßnahmen, die geleistet werden, das ist wieder eine politische Entscheidung am Ende des Tages, die das Bundesverfassungsgericht gerade nicht vorgibt, sondern sagt, Politik, werde dir deiner Aufgabe bewusst. Ja, das berührt übrigens, ich finde es wirklich gut, dass Sie das immer jetzt auch so, dass Sie das immer wieder sagen auch, ne? Dass es eben, dass es da eine klare Grenze auch in dem Urteil gibt. Ich meine, ich fand einen Punkt hier unter 35 auch gut, ich zitiere schon mal, oder interessant zumindest, da steht, ob und auf welche Höhe die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre und der Temperaturanstieg zu begrenzen sind, ist eine klimapolitische Frage. Sie ist nicht durch die Naturwissenschaften zu beantworten. Und das zeigt ja letztendlich auch, dass Sie uns auch ein bisschen aufgegeben haben, diese Fragen eben tiefer zu durchdringen. Deswegen ist erstmal, Oliver, auch an dich vielleicht nochmal. Sind wir da nicht auch ein bisschen, wenn ich mir das da immer anhöre, ich verstehe es ja auch nie so ganz genau, wenn ihr euch da über die Budgets und so immer alle streitet, aber sind wir da so ein bisschen in so einem kommunikativen Blindflug eigentlich auch? Ist es nicht höchste Zeit, hier mehr Klarheit auch über den eigentlichen Rahmen mal zu schaffen und den vielleicht sogar auch mal vielleicht fast gerichtsfest oder so zu vereinbaren, dass wir alle wissen, worüber reden wir hier eigentlich? Oder wie siehst du das oder wie siehst du die Chancen, dass uns das mal gelingt?
meinst, dass der IPCC oder wer auch immer autoritativ darüber zu sprechen vermag, sagt, so ist es jetzt? Nein, ich meine erstmal wir in Deutschland oder in Europa oder wo auch immer, dass man einfach weiß, wenn man worüber redet, welche Relevanz hat da was. Also ich habe so das Gefühl, dadurch, dass wir uns alle immer so ein bisschen gedrückt haben vor dieser Budgetfrage, ist da einfach auch nicht hinreichend Klarheit. Wir haben ja auch mal dieses Dossier gemacht von der DENA, wo wir es versucht haben, auch ein bisschen aufzuklären. Aber die Begrifflichkeiten werden immer gemischt, die Zeitspannen sind ganz anders. Und dennoch sehen wir ja, dass Politik auch bereit ist, dann da irgendwelche politischen Ableitungen zu treffen, die dann auf Dinge sich beziehen, die vielleicht gar nicht so richtig stimmig sind. Ich glaube, wenn die Politik den Mut hätte zu sagen, wir legen das Budget einfach fest, kumulative Treibhausgasbudget der Bundesrepublik Deutschland bis zu einem bestimmten Jahr, später wird man es dann nochmal anpassen, dann machen wir das, da hindert ja keiner dran. Man kann dann aber nicht erwarten, dass die Klimaforschung darauf verzichtet, was irgendwas rauszufinden, was die Politik dann irritiert. Und ich glaube, dass wir im August kommt ein neuer IPCC-Bericht und da ist ein neues Budget drin. Und ich darf Ihnen nicht verraten, wie das Budget aussieht, aber methodologisch entwickelt sich die Berechnung immer weiter. Und diese Annahme, also es ist die Sicherheit da, dass der Klimawandel anthropogen verursacht ist, aber so eine exakten Dinge wie, was für ein Budget bleibt uns genau bis für welches Temperaturniveau, es wird nicht wesentlich sicherer. Die Methoden verfeinern sich, die Modelle werden komplexer und es werden mehr Unsicherheiten in Erdsystemmodelle integriert. Und die Unsicherheitsbandbreiten sind riesengroß. Also die Erwartung, irgendwann steigen die vom Berg herab und sagen uns jetzt mal die endgültige Zahlen, damit können wir dann... Nee, das wird es nicht geben, aber niemand hält die Bundespolitik davon ab, zu sagen, das ist das deutsche Treibhausgasbudget bis 2050 und wir ändern es auch nicht mehr. Das avancierteste System hat vielleicht UK, die kein Budget festgelegt haben bis 2050, sondern die so ungefähr 15 Jahre voraus schlägt das Climate Change Committee ein neues 5-Jahres-Budget fest. Also im Moment sozusagen dann demnächst für die Ende der 30er Jahre, glaube ich. Die Regierung dürfte sich sogar begründet darüber hinwegsetzen, haben aber selbst die Konservativen sich nie getraut. Also die budgetieren auch nicht bis 2050. Aber wir könnten das machen und wir könnten natürlich das Verfassungsgerichtsurteil auch so interpretieren, aber es wäre immer noch eine politische Entscheidung vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Zeit. Und wir könnten dann sagen, vielleicht passen wir es später nochmal an, aber wenn wir das irgendwie für das falsche Signal halten, dann bleiben wir halt dabei. Ja. Diese wissenschaftliche Sicherheit gibt es. Ja, Frau Wallers, was sagen Sie dazu? Ist das eine Idee oder liegt es vielleicht auch daran, dass wir alle doch irgendwie so ein bisschen ahnen, verdammt, wenn wir da was festlegen, werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Und was machen wir dann eigentlich? Was sind Ihre Erwartungen an diese Fragestellung da eigentlich? Naja, zunächst mal ist was festlegen natürlich ein besserer Weg, irgendwas zu erreichen, als nichts festzulegen. Von daher würde ich auch, also habe ich meines Erachtens auch vorhin gesagt, es ist eigentlich auch aus meinem Verständnis der klare Auftrag, dass da was politisch festgelegt werden muss in dem Bereich kumulierter Emissionen und dass sich da in irgendeiner Weise die Bundesregierung dazu verhalten muss. Deshalb denke ich schon, dass man sich da an so einem politisch festgelegten Budget orientieren kann. Ich würde aber darüber hinaus trotzdem sagen, es ist eben entscheidend, so viel wie möglich, so früh wie möglich zu machen, weil dann hat man nicht diese ganzen Fragestellungen, die Herr Gehden ja auch gerade nochmal aufgeworfen hat und die sicherlich mit dem IPCC-Bericht kommen werden. Da gibt es Nachschärfungen, da gibt es Veränderungen an den Methoden, da gibt es Unterschiede. So. Und es hält uns eben politisch nicht davon ab, ein Budget festzulegen, aber es hält uns auch nicht davon ab, sehen zu müssen, dass wir uns dazu flexibel verhalten müssen und dann eben einfach klar immer wieder haben müssen, je früher wir es machen, desto leichter wird es hinten raus sein. Ja? Und sozusagen nicht so lange sich an dieser theoretischen, also an dieser Zieldiskussion jetzt nicht aufzuhalten, weil der Rahmen ist da und eigentlich geht es jetzt wirklich um die Maßnahmen, um diese Lücke erstmal wirklich zu füllen. Ja. Danke. Oliver hat sich nochmal gemeldet dazu. Drei Sätze in auch Bezug auf das, was Herr Lange gerade in den Chat gesetzt hat. Ich glaube, man muss schon sehen, politisch ist die Budgetdiskussion der Versuch, das auszuhebeln, was die Staaten
dieser Welt inklusive der Bundesrepublik in Paris versucht haben zu vermeiden, nämlich klar zu sagen, was ist die nationale Verantwortung. Die reden ja bei der UNFCCC noch nicht mal über ein globales Budget. Also das ist dort, gilt dort nicht als handlungsleitend. Also bleibt im Unscharfen. Jeder Staat darf sagen, was er für fair und ambitious hält. Das Budget ist einer der Versuche, diese Verantwortung, also die einzelnen Akteure wieder in die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, das ist eine dauerhafte Auseinandersetzung, die halt entweder politisch in einem Land so oder so entschieden wird. Aber es ist nicht so, dass die Politik danach gesucht hätte, dass sie da endlich mal was in die Hand bekommt. In der kollektiven Gesamtheit global hat man versucht, in Paris diese Art von Verantwortungszuweisung zu vermeiden. Gut, Herr Müller hat sich jetzt gemeldet, den würde ich auch dran nehmen, aber vielleicht kann ich Ihnen noch was mitgeben, da, wenn ich darf, weil wir haben jetzt einen Aspekt eigentlich viel zu wenig beziehungsweise fast gar nicht hier behandelt, das sind diese internationalen Aspekte. Die werden da auch behandelt, meines Erachtens nicht ausreichend genug. Es wird irgendwie, wie ich finde, eigentlich ganz schön beschrieben, dass der Beitrag Deutschlands, der eben genauer zu definieren ist, auch ein Beitrag im Sinne des wechselseitigen Vertrauens im internationalen, in der internationalen Klimadiplomatie ist. Aber die Frage, die ich hier schon noch habe, sind da die Abwägungen zwischen dem, was eigentlich global passieren müsste oder was Deutschland global machen müsste und dem, was da national jetzt quasi eingefordert ist, sind die eigentlich wirklich richtig und sind die eigentlich wirklich im Sinne der Grundrechte der Menschen, die hier leben? Aber das ist vielleicht fast ein neues Thema, wenn Sie das streifen können, Herr Müller, neben dem, was Sie eh sagen wollten. Ja, ist vor allen Dingen eine sehr spannende Frage. Ich wollte nur sagen, dass ich das Klimaschutzgesetz, so wie es jetzt im Entwurf vorliegt, ja als Budget verstehe. Ja, wir haben heute ein Niveau, wir haben einen Endpunkt und wir haben einen Pfad, der definiert wird. Daraus kann man ein Budget errechnen, wenn man nicht Jurist ist. Also Juristen könnten das nicht, ja, aber irgendjemand muss doch da rechnen können, wie viel die Bundesregierung noch für Deutschland quasi als Anteil am globalen Emissionsbudget herauslesen möchte. Vielleicht nicht auf das Kilo genau, aber es ist doch was angelegt. Ja? Also dieser Gedanke ist da drin. Die internationale Ebene ist in der Tat eine spannende. Die ist vor allen Dingen eine, die sich erstmal dem deutschen Verfassungsrecht entzieht. Ja? Ist eine andere Logik, die dort ist. Oliver Gedner hat ja darauf hingewiesen, dass wir einen anderen Weg als Budget international gewählt haben, weil wir mit den Versuchen, Budgets festzulegen, gescheitert sind. Paris ist ja quasi die Antwort gewesen auf den immer wieder gescheiterten Versuch, den Kuchen zu verteilen. Das hat ja nie geklappt bei allen COPs davor. Und deshalb hat man sich auf diesen Bottom-up-Prozess verlassen. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt auch. Wir haben diesen Prozess, der basiert darauf, dass alle Mitgliedstaaten sich bemühen, das Paris-Abkommen mit Leben zu füllen. Und das Einzige, was das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich dazu sagt, ist, dass es kein Grund sein kann, die Emissionen der anderen Länder zu nehmen, um eigene Anstrengungen nicht zu nehmen. Das steht ausdrücklich sogar in den Leitsätzen drin. Also das heißt, dieses Fingerzeigen, das lässt die Verfassung nicht zu. Also wir haben sozusagen zwei verschiedene Maßstäbe. Wir haben einmal den aus der Verfassung, der sagt, wir müssen handeln. Und wir haben den völkerrechtlichen, und da sagt die Verfassung, bemühe dich, das zum Erfolg zu führen. Das ist was nicht fremd ist. Das haben wir zum Beispiel im Artikel 23 des Grundgesetzes, dem Europa-Artikel. Da steht auch drin, Deutschland trägt zur europäischen Einigung bei. Das kann Deutschland auch nicht alleine erreichen. Also diese kooperativen Mechanismen sind etwas, was der Verfassung nicht unbekannt ist. Und das lese ich auch so in diesen Beschluss hinein. Gut, aber wenn jetzt jemand sagt, ich frage das, ich nehme gleich dran, wenn jetzt jemand sagt, na gut, aber mit 5 Milliarden in einem anderen Land kann ich viel mehr Klimaschutz machen als mit 5 Milliarden in Deutschland. Keine Ahnung, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht am Ende. Dann wäre das was mit der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts durchaus kompatibel wäre und dann eben eine politische Gestaltungsaufgabe, Entscheidungsaufgabe, oder ist das inkompatibel? Nein, so verstehe ich das, weil das hängt ja ganz klar mit der Frage zusammen, was ist unser Anteil? Was machen wir, also was ist unser Budget? Wenn ich sage, wir machen eine Bubble, ja, mit Land X, und im Land X verhindern wir entweder den Aufwuchs von fossiler Energie, indem wir dort direkt erneuerbare Energien zur Anwendung bringen oder mindern irgendwas, dann ist das ein Teil dessen, was im Paris-Abkommen ja letztlich auch angelegt ist, mit den Transfermöglichkeiten, die wir dort auch haben.
Ja, das wäre aus meiner Sicht in Linie mit dem, was das Bundesverfassungsgericht dort skizziert hat. Okay, wir müssen gleich jetzt auch zum Ende kommen, weil so spannend das ist, länger als 90 Minuten sollten wir uns hier da nicht zusammenhalten. Aber Hanne, jetzt bin ich ein bisschen über dich weggegangen, weil die sich doch so viele gemeldet haben auch. Und im Chat, das war so ein bisschen irgendwie auch so selbst irgendwie auch erklärend oder die Leute sind schon noch eingegangen. Oder habe ich irgendwas übersehen, bevor ich jetzt nochmal Frau Radatz und Oliver Gehden? Genau, der Chat hat dem Namen sozusagen gerecht getan. Es wurde nämlich auch ein bisschen hin und her diskutiert, aber es kamen zwei Aspekte, die jetzt auch schon angesprochen worden sind, in der Diskussion auch eine Rolle spielten, nämlich die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, sich so sehr über diesen Budgetansatz und die konkrete Höhe zu streiten, auseinanderzusetzen oder doch nicht viel stärker auf die Maßnahmen zu gucken. Und ein konkreter Vorschlag war da auch von Alois Funkert von Terranetz, der sagte, es ist nicht besser, sich auch stärker damit zu beschäftigen, wie man Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen kann und nicht nur den Ausstoß zu begrenzen. So viel dazu. Alles andere ist jetzt auch noch über die Wortbeiträge schon gekommen. Okay, dann nehme ich jetzt nochmal die Frau Radatz dran. Sie hat sich nochmal gemeldet und versuchen so einen kleinen... Ja, ich wollte nochmal darauf eingehen, auf diese Frage, kann man jetzt aus dem Klimaschutzgesetz das Budget rauslesen? Ja, nicht so ganz, auch weil eben es nicht komplett durchbuchstabiert worden ist, weil wir auch nicht wissen, wie man von 2040 auf 2045 im Endeffekt wirklich kommt. Weil da so kann man ja im Prinzip nur mit diesen Jahresscheiben und selbst da weiß man es ja nicht genau so. Ne? Also es ist jetzt sozusagen annäherungsmäßig, kann man es aber machen. Und dabei ist schon rausgekommen, dass das sozusagen für, wenn man sich ein 1,5 Grad oder eben auch ein 1,75 Grad Budget setzt, dass wir dann immer noch sehr, sehr viel davon bis 2030 eigentlich aufbrauchen und diese Freiheitsgrade im Endeffekt noch nicht gewährleisten können, die vielleicht da vorgesehen sind. So, das ist das eine. Und ich würde gerne nochmal zu diesem Ihrem 5 Milliarden hier oder 5 Milliarden da und auch auf diese ganze Frage, was aus der Atmosphäre nehmen, eingehen. Ich glaube, hier haben wir eigentlich das Problem, dass nichts, was wir hier diskutieren, irgendwie besser ist als irgendwas anderes, weil wir gleichzeitig alle diese Sachen machen müssen. Also ich interpretiere es eigentlich schon so, dass wir ganz klar in Deutschland auf Null kommen müssen. Wir müssen ganz klar trotzdem 5 Milliarden hier und dort anderswo investieren, um da eben zu helfen, sozusagen das Paris-Ziel auch zu erreichen. Aber es sind ja ganz klar alle Länder in derselben Verantwortung. Das heißt, es gibt nicht dieses, was es unter Kyoto eben noch gab, wir machen es hier nicht, wir machen es da, sondern es gibt nur, wir machen es hier und wir helfen da und wir sehen zu, dass wir so schnell wie möglich alles auch sozusagen aufgesetzt kriegen, um Dinge aus der, um aus der Emissionen aus der Atmosphäre auch zu nehmen. Und da ist aus unserer Sicht natürlich ganz klar, dass man da erstmal auf naturbasierte Lösungen auch viel stärker auf Senken und so weiter gehen sollte, aber dass wir technischen Senken natürlich auch entwickeln müssen. Aber wovon ich wirklich abraten würde, ist diese Frage, ist es nicht besser, dies zu tun statt jenes? Weil ich glaube, das bringt uns überhaupt nicht weiter, weil wir müssen diese Sachen alle parallel und sofort machen. Okay, also die 5 Milliarden, die müssen wir einfach verdoppeln dann, ne? Und dann einfach da und da. Ich glaube, so einfach kann man sich, ich verstehe, was Sie sagen wollen, ne? Einfach jetzt alles machen. Aber ich fürchte, irgendwann wird man sich solche Fragen doch stellen müssen, auch wenn man es nicht will. Ne? Weil, aber da bin ich vielleicht zu sehr Physiker. Egal, jetzt mal Oliver Gehden noch und dann binde ich das hier ab. Ja, es schließt direkt da an. Ich glaube, das mit den 5 Milliarden ist tatsächlich inzwischen die falsche Frage. Jedenfalls, wenn wir über ein 1,5-Grad-Budget reden, das global so gut wie weg ist. Und global ist auch beschlossen worden, Treibhausgasneutralität in der zweiten Jahrhunderthälfte. Das heißt, darauf bewegen wir uns alle zu. Und dann ist irgendwann die Frage, wenn Deutschland mal auf null real zugeht. Bislang haben wir das nur beschlossen. Also wir gehen da nicht real drauf zu. Aber wenn wir das täten, dann müssen wir, glaube ich, entscheiden, geben wir jetzt zuerst den anderen Geld, um schneller auf Null zu kommen, oder trauen wir uns zu, auch sozusagen unter die Nulllinie zu gehen. Aber die Verantwortung hört auch nicht bei Null auf, aber wir müssen, alle Länder müssen in diese Richtung. Und diese alte Welt geben wir nicht lieber den anderen 5 Milliarden, damit die auch ein bisschen Klimaschutz machen. Dafür ist nicht mehr genug übrig, wenn wir uns an 1,5 Grad orientieren. Dafür ist das Budget zu klein. Diese Flexibilität gibt es auch zeitlich nicht mehr. Also insofern stimmt das, was Frau Radatz gesagt hat. Es gibt jetzt keine Silver Bullets mehr und man muss alles parallel machen. Und die Frage, wo man dann was genau macht, ja, ist dann, glaube ich, eine Randfrage, ehrlich gesagt. Eine Randfrage, von der ganze Ökonomien bestehen oder eben nicht, muss man halt auch sagen. Das sind schwierige Randfragen.
Und ich habe jetzt irgendwie, hätte noch einen Riesenzettel an Gedanken, Stichworten, die man eigentlich auch noch hätte besprechen müssen. Aber das haben wir jetzt natürlich gar nicht geschafft. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil erstens treffen wir uns immer wieder weiter und zweitens hat uns Herr Müller und hat die Debatte insgesamt uns ja doch auch gezeigt, dass eben es irgendwo auch in besonderer Weise ein Appell ist an Klimapolitik, an den klimapolitischen Diskurs. Es hat neue Erwartungshaltungen in den Raum gestellt, neue Fragen, aber es hat eben auch nicht alle Dinge geklärt, sondern es hat eine klare Aufgabe mitgegeben, eine klare Perspektive. Die Unumkehrbarkeit dessen, was wir uns da vorgenommen haben, ist mit diesem Beschluss, mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, glaube ich, nochmal ganz, ganz klar geworden hier für Deutschland. Wie wir das zu bewerten haben, was wir daraus machen, da werden wir in diesem Jahr noch viele Debatten führen innerhalb des Projekts der DENA-Leitstudie, sicherlich auch im Rahmen des Bundestagswahlkampfes. Dann schauen wir mal, was die Gewählten dann am Ende daraus machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Ich fand es super spannend. Und am 2. Juni machen wir die nächste Veranstaltung mit einem Thema, das im Gespräch mit dem Felix Mattes entstanden ist, der zur Strafe auch der Referierende ist. Da geht es nämlich um Core Beliefs. Auf welchen Grundlagen entstehen eigentlich Klimastudien? Und ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage, der man mal nachgehen kann, wo man ein bisschen Gedanken auch mal sammeln kann, die uns vielleicht auch hilft, das eine oder andere, was wir selbst eben so mit uns rumschleppen, an Core Beliefs ein bisschen zu hinterfragen und dann auch den Diskurs nutzbar machen für gute gemeinsame Ergebnisse. Denn am Ende brauchen wir für all die Wege und Pfade auch einen gewissen Grundkonsens und ein gewisses gegenseitiges Verständnis, sonst wird es mit der Umsetzung schwierig. Also, wir sehen uns an den unterschiedlichsten Orten, Ecken wieder und am 2. Juni digital. Und ich frage mich gerade, was machen wir denn eigentlich, wenn das mit Corona so gut weitergeht und wir immer noch digitale Veranstaltungen haben und alle lieber im Biergarten sind, aber das überlegen wir uns dann später. Vielen Dank fürs Dabeisein, alles Gute und bis auf bald.